Die schreckliche Geschichte von Grunbert, dem flammenden Drachenapostel aus Berserk, Teil 1. Vornweg, im Design bestehen starke Ähnlichkeiten zu Mesmer, dem Hauptantagonisten vom Elden Ring DLC, was Hinweise zur Story liefern kann. Grunbert wurde auf der Insel Krant geboren und in ihm floss das Blut der alten Wikinger. Deswegen war er schon von klein auf riesig, weshalb er es in Prügeleien mit bis zu 10 Gegnern gleichzeitig aufnehmen konnte. Noch als Kind wurde sein Zuhause von Tudor-Soldaten überfallen, die vor seinen Augen seine Mutter schändeten, bevor sie sie töteten. Grunbert wurde in ein Gefangenenlager zur Umerziehung verschleppt. Hier musste er ständig zur Sicherheit vor seiner Kraft ein extrem schweres Metallgeschirr tragen. Sein Wille konnte aber nicht gebrochen werden. Er nutzte es als Trainingsgerät. Wegen Grunberts rebellischem Wesen ließ der Einrichtungsleiter Abbe Cassis ihn mit dem Holzschwert gegen einen Kommandanten kämpfen. Ganzes Video auf meinem Kanal!